Lektion 32. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Und heute entwickeln wir das Thema von Ursache und Wirkung weiter. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst, weil du sie erfunden hast. Du kannst sie ebenso leicht aufgeben, wie du sie erfunden hast. Und es heute zu üben und anzuerkennen. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Und dieses Ich, mit dem ich die Welt erfunden habe, das ist die Illusion, das ist der Traum meiner selbst in der Idee der Trennung. Ich habe mir ein Ich verliehen und in diesem Ich habe ich die Idee, dass ich Gott erschaffen kann, mir Gott vorstellen kann. Dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, dass es Gott gibt oder nicht in meinem Leben. Und das ist ja die Ursache und Wirkung. Und wie absurd zu glauben, dass ich mir ein Bild in der Trennung von Gott machen kann, dass Gott wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle, dass die Welt wirklich so ist, wie ich sie erfunden habe, dass das irgendein Wahrheits-Wirklichkeitsgehalt hat. Das ist ja der Größenwahn des Egos, dem ich immer wieder unterliege und dem ich Glauben schenke. Und zu bemerken im Geist, wie absurd das ist, zu glauben, dass ich in der Trennung Gott ein Bild geben kann, in dem er dann genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Oder dass die Welt, dass jeder Einzelne wirklich so ist, wie ich ihn wahrnehme. Und danke. Danke, danke für die Lektion, danke für den Kurs, danke für die Korrektur in dem. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe, innen wie außen, weil ich sehe meine Gedanken da draußen. Und solange ich dieses Ich aufrecht erhalte, und in diesem Ich reagiere ich ja auf gestern, auf die Vergangenheit. Ich bin ja nicht gegenwärtig in der Lebendigkeit, in der Liebe Gottes. In diesem Ich mache ich immer wieder Zeit, Zeit und Raum wirklich. Und was sich ja mehr und mehr offenbart, wenn ich dem kein Glauben mehr schenke. Das heißt, wenn ich bereit bin zur Vergebung, wenn ich bereit bin, jedes Urteil, was ich bemerke, loszulassen und anzuerkennen, okay, hey, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Und nur ich kann sagen, okay, hey, ich bin bereit, loszulassen, auch wenn ich erstmal nicht weiß, wie es gehen soll. Weil mein Ich das Problem ist, das Hindernis, das der Gegenwärtigkeit in der Liebe Gottes, das habe ich da in den Weg gestellt. Das ist ja mein persönlicher Filter und diese Persönlichkeit bin ich nicht. Das ist ja nicht mein wirkliches Sein, mein Selbst. Meine Wirklichkeit geschieht
Ich bin jetzt gegenwärtig in Gott, liebend neu wie alle anderen auch, frei diese Liebe hier auszudehnen, wie alle anderen auch. Und ich, die Idee von Trennung, dass ich von aus dem Ganzen aus wirklich rausgegangen bin und dass es möglich ist, das wirklich zu machen, das ist ja dann die Welt, die ich erfunden habe, in der wirklich Trennung stattgefunden hat und immer wieder stattfindet, indem ich und alle anderen gefährdet sind. Das ist ja die Welt, die ich erfunden habe in meinem Denken, in meinem Geist. Und das heute zu üben, wow, was für ein Geschenk, und es einfach nur anzuerkennen. Aber auch ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Egal, was gerade geschieht, ich habe diese Situation, wie ich sie sehe, erfunden. In Wirklichkeit habe ich Gott nie verlassen. In Wirklichkeit bin ich jetzt gegenwärtig in der Liebe Gottes, wie alle anderen auch. Und das ist ja der glückliche Traum, in den wir erwachen. Ah, okay, im Grunde meines Herzens bin ich liebend geliebt, unversehrt, frei. Im reinen Geist erinnere ich mich. Und heute öffne ich meinen Geist für diese ganze Erinnerung, indem ich übe, okay, ey, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Egal, ob Widerstand drauf ist oder nicht. Okay, das ist mein Moment, mein gegenwärtiger Moment der Erinnerung. Und der ist gerade perfekt. Danke dafür. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus Christus. Danke, Gott, dass ich mich erinnere. Und das ehrlich, gegenwärtig. Alles voller Liebe.